Hallo und herzlich willkommen zu unserer Liga zur Elfhaus auf der Karte. Und Herr Griesbach. Und Herr Griesbach mit mir und mit dem Jay Gamer. Moin, meine lieben Freunde. Und Fabi. Hallöchen. In der letzten Folge, Leute, habe ich mir noch auf Abschluss den Ladewagen gegönnt. Weil ja kein Platz mehr beim Händler war, habe ich den nachträglich gekauft. Ja. Ich hab da so langsam voll die Eisen. Ja. Mal eine Frage. Habt ihr jetzt das abgeklärt? Ist das jetzt gut? Ja. Okay. Dann, Leute, wollte ich euch noch sagen, wir haben jetzt gerade abgeklärt. Ich war noch zwischendrin essen bisher. Und deshalb, ja. Muss ich nochmal fragen. Wir haben das so gemacht, dass. Moment, die Zeit auf 5 läuft. Und dass wir am Sommer um 8 Uhr schlafen gehen und am Frühling und so gehen wir immer um 8 Uhr, außer am Winter. Am Winter haben wir mal festgelegt 6 Uhr. Einfach so rum. Warte, die Horst Pronto. Ist sie direkt da? Nee, oder? Pronto doch. Doch, bist du. Welche Pronto? Ne, kurzum umentschieden, wir holen mal alles zum Hof, wir kaufen mal alles und holen alles zum Hof, weil ich hab mir schon einen Plan geschmiedet, meine lieben Freunde. Mann, warum mache ich denn das? Warum tue ich denn das? Komm, wir haben ja einen Helfer, wir nehmen den John Deere und fahren den aufs Feld, dann kann er uns pflügen. Ihr fragt euch halt alle, warum ich jetzt meine Saatkonvention verkauft habe. Ich habe auch schon ein bisschen getestet, also ist wirklich an der Kreissäge liegt. Und ohne den Rest macht es irgendwie auch wenig Sinn. So. Deswegen habe ich jetzt verkauft, Flug gekauft, Saatmaschine gekauft. Opa, ich auch. Da habe ich jetzt vergessen. Hallo? Opa? Bist du hier? Hat gesagt, du kaufst einen Direktsaat? Ne, ich kann Direktsaat. Also, hä? Ne, ich kann Direktsaat, wo ich den Rauch habe. Also, ich wollte kaufen. Upsi. Oh, Entschuldigung, mein Trecker steht mitten auf der Straße. Ja, keine Angst, CP kommt gleich. Okay, gut. Ja, ist ja mitgenommen. Keine Angst, ich war aber also da ja alles zu Block an. So, ich hab einen kleinen Flugplan gegönnt. Ja. Ich fahr gleich weg, Alter! Nein. Geh kämpfen! Heißt so. Hier darf ich kurz parken, hat der Nachbar gesagt. Okay. Ja, hier darf ich kurz parken. Geht jetzt bestimmt wieder in der Einfahrt. Ja. Ich sehe das nicht rein. Ja, wow, Fabi, du hast Ossi und Fabi gemacht. Mehr nicht. Was? Och Mann, ich mach mir einen eigenen, Alter. Was denn? Ah, cool. Nein, ich muss mir auch einen Ordner erstellen. Hat er auch nicht gemacht. Achso, jetzt hab ich gemacht, komm. Ah, wollte ich doch gar nicht. So, was haben wir denn da? Was ist denn mit den Lichtern rot? Oh. Aber die ist gut übrig drauf. Nein, haben wir nicht. Na toll. Hä? Außer haben wir 8000 Gewichte drauf, gell?
Das ist das Wichtigste, ja? Ja, nicht mal das, wo man Beleuchtung hat. Alter, verarbeitet mit Beleuchtung, aber das bringt irgendwie nichts, stell ich gerade fest. Ich glaube, ich muss hier rein. Nicht, dass du auf Moped bist. Ja, so ein Schwimmergewicht habe ich, wo ich dran so, das bringt nichts. Trotzdem nur 1,5 Meter voraus. Bist du denn? Was fährst du denn auch schon mal hoch von deinem Bus? Weil da mein Felder sind. Was denn das? Oh, lol. La 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 la. Weißt du auch, Problem, wenn ich mal Maschinen auf der Straße stehen lasse, dem sein Acker ist direkt neben mir. Ah, ich bin ausgestiegen. Keine Ahnung. Irgendwie tut das Feld es nicht in Curseplay schaffen. Keine Ahnung. Ne? Egal, Leute. Außer ich war schon 1,2 Stunden runter und ich habe gerade mal alle Maschinen zum Hof gefahren. Außer, Moment. Oh. Nee. Geht es jetzt? Ja! Keine Ahnung. Also Leute, irgendwas ist da verbuggt. Verbuggt. Fahren wir komplett, keine Angst. Ist ja okay. Ja, alles gut, ich bin auf meinem Feld. Also. Entschuldigung. Willst du noch was gespannt sehen? Ja, ich fahre vor einer Straße. Okay, komm gleich. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, nur mit der Ruhe. Nimm mal alle Zeit, oder Schweizer? nicht unbedingt, nein. Fabi? Ja? Ich gebe dir mal kurz Lona. Oh. Kannst du mal kurz in meinem John Deere einsteigen? Moment. Warte, erst bis Ossi hier vorbei, Bruder. Ja! Moin. Wäre dringend. Von Agro-Drohnen. Kombinieren. Oh, so. John Deere. Jawohl. Hier, jetzt, ich kann irgendwie mein Feld nicht, mit Curseplay irgendwie ist es bearbeiten. Ich muss auf die Nummer tippen, das ist dir bewusst. Ja, nein, falls ich kenne mich auch nicht mit Curseplay aus. Ja, kennst du dich auch nicht. Bei mir ging es sofort. Ja, speicher mir mal kurz den Kurs. Jetzt weiß ich ja, der ist einfach zu faul, um den Kurs zu bestellen. Ich schwöre nicht! Er hat wahrscheinlich direkt am Anfang mit Rundkurs oder nur auf runter. Nee, aber. Junge, ich kenne mich aus mit Curseplay. Ich habe nur ein Curseplay-Projekt. Ja, ja. Ah, einfach. Quasi, hoch zu Händler. Und ich wünsche jetzt wieder viel Spaß. So, welches Feld ist das? Feld 46. Ja. Also das ist ein bisschen Müll, meine lieben Freunde. Hä? Ist das jetzt gutes Familie? Hallo! Hallo. Das ist ein Müll. Oh. Was denn? Das stand ein Schneidwerk. So. Also komisch, das kann ich das nicht bearbeiten, also. Moment mal. Liegt's am Trigger, Leute? Moment. Dann hätte ich's auch nicht gekonnt, du Naseweiß. Ich hab alles gut eingestellt. Nein. Muss mal gucken. Ja. So. Ist egal, er macht's wenigstens, Leute, das ist schon mal gut. Dann ist halt Fabi unser Maskottchen für Felder-Rechnung. Ja, genau. Ja, nächstes Mal nicht 100 Euro pro Kurs. Auf keinen Fall.
Ich habe 99, du lebst hier. Okay, 50 pro Kurs. Ich 50. Ich nehme gar nichts von den beiden. Ach, moin. So. Ich brauche ein Hubert. So. Wir brauchen mal das Schneedewerk. Genau. Da bitte, Dann brauchen dann wir den Schnacht, den Schneidwerkswagen. Geil! Was sagen das für vielleicht viel besser wie die dumme 4 Meter Zahnkombination da? Ah ja. Jetzt ist so ein Dreieck von der Ornegi. Warum hat man sie B-Fahrer eigentlich? Hast du dich verfahren oder was? Junge, wer hat denn den scheiß Gruber hingestellt? Ich nicht. Nehm die Scheiße weg, sonst transportiere ich sie weg. Ganz ruhig hier. Ist so, ich bin doch schon. Das ist auch mich. Mit einem kleinen Kombinator da. So, jetzt kannst du anfangen, oder? Mit dem Schipper. Ah ja, auf jeden Fall. Warte, das ist jetzt so ein 6 Meter grober, oder? Genau. 6x2 Meter grober. Okay. Ja. Ah, wusste ich. Ah, da kommen wir zu CP-Fahrer, sehr schön. Warum wird das gerade bei, ne? Weiß es nicht. Ah, jetzt geht's. So, Osin, Händler, so hoch. Ich wünsche euch viel Spaß. Nee, ich hab gesagt, ich wünsche viel Spaß. Fahr doch! Mann! Fahr! Warum fühlt der. Abi! Hm? Bitte mal kurz, ey. Ah ja! Kannst du beim kleinen 6R einstellen, dass er losfahren soll, CP? Wo ist das auf uns, oder nicht? Nee, du hast einen neuen Kurs erstellt. Nee, noch nicht. Händler hoch? Ja. Ja, guck. Hä? Ja, ich hab's ja gesagt vorhin, dass irgendwas nicht stimmt. Hat mit Curse Blade. Der Alma, hör auf. Ich hab halt eine Stelle da oben. Mein Gott, Alter, ich bin auf allen Höfen da oben. Wir müssen immer durch alle Karren durchtammen, bis zum Main kommen. Nein! Ah! Hey, der hat doch über 300 B-Punkte, was willst du? Ja, wenn du den lädst, dann gehst du mal auf erstellen. Einstellen. So, ja, hey. Irgendwas stimmt nicht, ich sag's ja. Hab's ja noch gesagt. Aber keiner wollte mir glauben. Ja, stimmt. Keine vertrauenswürdige Person. Na ja. So. Na, hoch. Ossi? Ja. Ah, der große ist ja der Schafkopf. Ah, nee, Schweizer ist grün, ne? Ja. Ja. Ich würde LU wegnehmen, sonst hast du ab und zu mal so braune Stellen in deiner Hand. Ach, Junge, Junge. Also, Inas ist gerade ganz schön gewaltig verpackt. Hab ich ja gesagt. Und zwar, ich lenke, aber die Räder stehen immer geradeaus. Und deswegen geht es sich auch nicht mehr. Hast du mir LU weggenommen? Ja. Super. Dein Wiese ist trotzdem irgendwie braun. Weiß ich nicht. Kann nichts für. Ich bring dich um. Was ist das? Von der Räder stehen gerade, oh, ich lenke. Und er lenkt auch. Bei mir passt alles. Okay. Das sieht ja schon bald so aus. Das sind nur die ersten, die müssen länger gehen. Für die erste Folge.
kann ich kurz meine Folge angucken und dann muss ich neu joinen mal und muss mal gucken, ob das jetzt weg ist mit dem Scheiß da. Ja, dann. Weil hier, Moment mal kurz. Hi, bist du bei Raphael? Dann siehst du einen Geist gespannt jetzt, sogar zwei. Oh Gott. Wenn sie Peter vorher mal Gas geben würde. Mann. Ja, weil CP hat 300 PS und dann wird er trotzdem kein Mensch vorwärts. Rollt schneller rückwärts als vorwärts. Das ist jetzt nicht. Ja, jetzt wird er raus, Becker. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Oh boah, ich hab vergessen den kleinen Sexer zu tanken. Na toll. Ja, du kannst aber bei mir im Hof ist ja diese Verkaufsstelle, ne? Nein! Nein! Nein. Nein. Doch. Nein, das ist keine Verkaufsstelle. Da! Gegenüber! Ja, kann sein, was weiß ich. Nur kann ich bei dir meine gerade, dass er umkippen will. Das war so lustig. Dann wo bleibst du? Ja, komm, dann kann man das dürfen. Also Leute, ich hab so circa durchgerechnet, dass wir nicht durchkommen mit dem. Will mir hier eine Quaderballenpresse kaufen? Gekauft. Nicht mehr. Ich weiß es nicht, ich stand nur rum und warte vor sie. Das ist nichts Neues. Oder kommt irgendwie nichts. Klar, dann auf dem Weg. So. Vielleicht bin ich wieder am anderen Ende vom Feld. Nein, nein. Ja, machen wir so, kannst du weiter haben. Und wie ist der was, Leute? Nimm mich das mach ich nicht. Nimm ich mir gleich hier. Das hier. Dann haben wir es gleich und dann brauchen wir nicht mehr. Hallo. Au. Und überfahren, der sagt. Ja. Da kommt der nächste. Meine Seemaschine steht hier ganz schön gefährlich. Ich mach mal Frontlader am Bau auf dem Deutz, meine lieben Freunde. Ich. Konfigurieren. Und bremst der Idiot da vorne. Keine gute Idee, CP vorzufahren lassen. Zu fahren zu lassen. Das ist ein schönes Wort. Ich senke meine Maschine ab und trotzdem bleibt der oben. Ah, das hat alles so auf der Kopf an hier. Weiter geht's, wir grubbern. Da läuft's. Aha. Nee, das wollen wir nicht. GPS wollen wir auch mal nicht. Von da. So, hast du ein Bild gemacht. Allö-Konsole oder Stall? Wir nehmen Stall. Allö hat eh, glaube ich, keinen Frontlader davon. Klar! Ja, aber von Frontlader. Von Allö. Ach, wir haben ja schon. Nee, Hauer. Oh. Ich will jetzt nicht darüber sprechen, meine lieben Freunde. Nein, wir sprechen nicht darüber. Wir nehmen, das machen wir nicht. Wir nehmen gleich hier, das hier. Ja, das kann man so lassen, Leute. Bringt nichts. Oder bringt so. Doch! Dann nehmen wir mal einen Pika, Leute. Pika reicht mal. Und dann sollte das schon mal reichen. Und dann kaufen wir uns noch ein Feld. Damit kann ich ein bisschen auch offscreen weitermachen. Weil wir haben schon mal alles gekauft. Dann werde ich mal gucken, vielleicht auf Screen schon mal alles hinbringen. Leute, zum Hof. So, und ein Feld möchte ich jetzt auch noch kaufen. Eins, wo ist schon gepflügt. Haben wir verstanden. Ja, da sind schlechte Karten. Die. Gut, kaufen wir gleich. Ist gleich neben unseren anderen Felder. Super Sache. Feld kaufen, meine lieben Freunde! Ossi? Ja.
Guck mal auf der Zeit, Eis. Ja, alles top. Junge, du weißt was, ich will noch angucken. Ja, sehen wir, alles top. Nee, nee. Oh, alles top. Einfach. Ja. Wenn euch die Folge von uns in Deutschland schaut, beim nächsten Mal vorbei, schaut auf jeden Fall auf TG vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, schönen Tag noch und ciao. Tschüss.